Hallo und willkommen bei German Blanken Airgun Reviews. Heute mit der Beretta X-Extrem. Eine Umarex CO2 Pistole im Kaliber 4,5 mm Diablo. Ja, wie ihr seht, die X-Extrem mit reichlich Zubehör, Montage, Top Point 1, Red Dot, Kompensator. Ja, geliefert wird sie hier in diesem riesigen Koffer mit Beretta-Aufschrift. Und da ist dann, da ist dann alles drin. Diverse Bedienungsanleitung für die Waffe selber, für das Red Dot, Werbung von Umarex. Dann liegt hier die Waffe dann drin. Hier habt ihr den Kompensator drin. Hier ist noch Werkzeug dabei, so ein paar Inbusschlüssel zum Abmontieren und Montage des Red Dots, zum Einstellen der Kimme. Ihr habt zwei 8-Schuss Trommelmagazine dabei. Eins liegt bei, eins ist in der Waffe. Ja, super Koffer, alles drin, gut geschützt. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Waffe selber. Wie ihr seht, ist das Teil ein richtiges, riesiges Teil. Mit allem drum und dran, hier wiegt sie 1260 Gramm ungefähr. 1200, oder? Nicht, dass ich euch was Falsches... Doch, 1260 Gramm wiegt sie. Die Waffe selber hat eine Länge von 210 mm. Ohne Kompensator. Und ja, Antrieb ist wie gesagt 12 Gramm CO2 Kapsel. Das ist hier das Umarex System, wie es auch bei der CP88 verbaut ist oder beim Colt. Zeige ich euch gleich mal. Wirklich ein Top System von Umarex. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das Teil jetzt einmal von allen Seiten. Hier haben wir natürlich die Aufschrift PB, Pedro Beretta, Gardone. X-Extrem. Hier habt ihr die Original Beretta Markings. Hier habt ihr eine Seriennummer. Und da haben wir nochmal Beretta Trademarks, License by Beretta Italy. Umarex Made in Germany. Dann habt ihr die Modell 92 FS, Kaliberangabe 4,5 mm. Und nochmal das Beretta Logo hier auf den Griffschalen. Von unten habt ihr sonst nichts. Schön klein gehalten, ist zwar weiß, aber zumindest nicht übermäßig groß alles. Hier auf dem Red Dot habt ihr nochmal Beretta stehen. Top Point. Das ist wie gesagt das Top Point 1. So, so sieht das Ganze aus. Die Funktion der Waffe. Hier haben wir den eigentlichen Demontagebügel. Der öffnet hier natürlich das System. Immer schön festhalten, dass es nicht so nach vorne knallt. Dann habt ihr hier eure 8-Schuss-Trommel. Die wird in die Richtung geladen. Also so in Schussrichtung. Und dann mit dem Kranz nach hinten wieder eingesetzt. Das Ganze wird wieder zugeschoben. So. Sicherung. Beidseitig. Zeige ich euch mal die Funktion hier. Dreht also hier den Schlagbolzen nach oben. Eigentlich ein Schlagbolzen, hier ist es ja Ventilauslöser. Zack. Und damit ist das Ganze gesichert, kann vom Hahn nicht mehr erreicht werden. Die Waffe schießt in Double Action und Single Action. In Single Action seht ihr, geht das Abzugzüngel mit nach hinten. Abzugsweg ist sehr kurz nur noch. Da könnt ihr sehr genau mit schießen. Double-Action-Modus, standardmäßig bei diesen Trommelwaffen wird natürlich erst die Trommel immer weiter gedreht, das merkt man dann auch, ne? Bevor sich dann der Schuss löst. Also präziser ist es immer bei diesen Waffen in Single-Action, wenn möglich, zu schießen. Und dann macht das auch echt Spaß und da kommt auch ein ganz gutes Ergebnis bei raus. Dann habt ihr hier noch den, Schlittenfang ist ohne Funktion, ist nur Attrappe. Die eigentliche Visierung ist ja Kimme und Korn, wobei die Kimme seitlich verstellbar wäre. Jetzt ist ja hier das komplette Zubehör montiert. Da wird dann natürlich übers Red Dot geschossen. Da kommen wir gleich mal zu. Magazinauslöseknopf reindrücken. Dann löst sich auf der anderen Seite die Griffschale. Und da könnt ihr dann die CO2-Kapsel einlegen. Moment, ich zeige euch das mal. So, also ich lege jetzt mal eine leere ein. Die wird also hier eingelegt.
Dann dreht ihr hier in dieser Wandelschraube das Ganze handfest schon mal an. So weit wie es geht. Schön fest andrehen. So. So, bis es mit dem Daumen wirklich fast nicht mehr geht. Und dann diesen eigentlichen Magazinschuh. Damit wird das jetzt angestochen. Dann klappt ihr das schön schnell nach oben. Zack. Und dann ist die Waffe dicht. Da hört man auch kein Zischen. Das ist absolut dicht, dieses System. Super gut. Ja, und schnell erledigt das Ganze. Dann nehmt ihr eure Griffschale. Drückt die wieder dran. Dann ist das System unter Druck. Eines der besten Kapselsysteme überhaupt hier. Dieses Teil von Umarex. Echt spitze. Kommen wir mal zu dem ganzen Zubehör. Kompensator ist natürlich im Lieferzustand erstmal abgeschraubt und liegt nur bei. Ups. Sieht das Ganze so aus. So könnt ihr die Waffe natürlich auch schießen. Ansicht von vorne. Kompensator ist aus Kunststoff komplett. Bis auf hier, der Teil ist Metall, das Gewinde. Bewirkt eine Stabilisierung des Geschosses beim Austritt aus der Waffe. Und es funktioniert wirklich, das seht ihr im Schusstest. Ich habe die ersten beiden Schusstestsequenzen sind mit Kompensator gedreht und habe ich nochmal eine ohne nachgelegt und da seht ihr dann den Unterschied. Also guckt euch das gleich nochmal mit an. Das sieht man dann schon. Und auch im Kroni-Test sieht man einen kleinen Unterschied. Es bringt anscheinend auch energiemäßig was. Komischerweise. Okay, dann habt ihr hier die Montage. Hier noch mit reichlich Schienen drunter und an den Seiten. Dann habt ihr hier das Top-Bond 1. Da ist hier einmal diese Schutzkappen sind hier drauf. Die nehmt ihr ab. Und dann ist das einstellbar. Über hier sind so eine Schutzkappen noch drauf geschraubt. Hier ist es seitlich einstellbar, der Red Dot. Und hier oben die Höhe. Und hier schaltet ihr das Red Dot an. Ihr habt 11 verschiedene Helligkeitsstufen. Ich gehe die mal langsam durch. Stufe 1. Seht ihr, ist sehr schwach. Stufe 2, 3, 4, 5, 6 wird immer heller. 7, 8, 9, 10, 11. Es ist ein vernünftiger Punkt. Auch als solcher dargestellt, nicht großartig ausgefranst oder so. Das Teil lässt sich sehr, sehr, sehr präzise einstellen und da lässt sich echt sehr präzise und super mit schießen. Gute Ergebnisse mit erzielen, das macht wirklich Spaß, das Ding. Kann ich auch so einzeln empfehlen. Ups, sorry. Für andere Waffen. Also das Top Point 1 ist echt ein gutes Red Dot System. Gefällt mir ganz gut. Ja, und passt sehr gut auch optisch zu dieser Waffe. Machen wir mal wieder aus. Die Grundwaffe ist ja einfach eine Beretta 92 FS, wo einfach nur die Schriftzüge geändert wurden eigentlich. Also es ist einfach nur dieser Schriftzug X-Extreme drauf. Alles andere ist gleich wie bei der normalen Beretta 92. Und dann haben sie halt hier die Montage draufgeklatscht mit dem Red Dot, Kompensator dazu und fertig ist die X-Extreme. Und ich muss sagen, die ist echt gelungen. Also mir gefällt die super gut. Der Mehrpreis zu der normalen Beretta lohnt sich hier wirklich, weil man hat wirklich also wirklich ein Plus an Präzision und an Spaß mit dem Red Dot. Es sieht einfach super aus mit Kompensator und es ja, es bringt halt auch tatsächlich was, ne? An diese Stabilisierung der Geschosse hier durch den Kompensator. Das guckt ihr euch jetzt mal an im Schusstest. Wir machen jetzt den Kroni-Test von der Beretta X-Extreme und ich verschieße jetzt ein volles Magazin, also 8 Schuss. Als erstes die Umarex Mosquito, die sind 0,48 Gramm schwer oder leicht. Ja, sorry, mein Nachbar mäht Rasen, ich muss es jetzt trotzdem filmen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut auf der Kamera jetzt. Wir legen mal los. Meter die Sekunde. 132,5. 130,2. 125,3. 122,9. 121,4.
117,8 und 116,4. Alles relativ konstant, würde ich mal sagen. Nicht zu stark jetzt der Cooldown. Ich habe hier mit, so wie es halt vorgesehen ist, mit Kompensator geschossen. Ja. Okay, das zu den Mosquito. So, jetzt kommt noch ein Magazin, also 8 Schuss mit den RWS Hypermax Zinn. Die sind nur 0,34 Gramm leicht. Müssten da jetzt eine deutlich höhere Geschossgeschwindigkeit eigentlich haben. Gehen aber auch sehr schwer in die Trommel rein, durch das härtere Material. Die sind halt aus Zinn, nicht wie die anderen aus Blei. Dadurch gehen sie auch ein bisschen schwerer aus der Trommel wieder raus. Also wir schauen mal, was da rauskommt. ...132,4, ja. 129,2. 127,9. 127,4. 127,2, sehr konstant mit den Hypermax. 127,1, perfekt. 123,1 und 124,0. Also die Geschossgeschwindigkeit insgesamt war nicht deutlich höher, aber insgesamt gesehen konstanter und insgesamt höher. Also sie ist nicht so stark abgesackt. Ich glaube 116 war das geringste eben bei dem Mosquito, ne? Ja. Und hier jetzt 124. Also insgesamt ist es sehr konstant geblieben. Aber wie gesagt, dass es jetzt nicht deutlich höher ist, liegt daran, dass das Material viel fester ist und dadurch ist einfach auch schwerer aus der Trommel rausgeht wieder. Okay. So, jetzt schieben wir einfach nochmal ein Magazin 8 Schuss mit dem Mosquito nach, aber diesmal ohne Kompensator dran. Einfach mal, um zu sehen, ob das irgendeinen Unterschied jetzt macht. 109,1. 109,7. Es macht einen großen Unterschied. Das kann ich gleich vorweg sagen. Es war irgendwas mit um die 130 Meter vorher mit Kompensator. 110,3. 107,1. 105,9. 104,4. 104,2. Und 103,8. Auch relativ konstant, aber deutlich schwächer, kann man ganz klar sagen, als mit Kompensator. Jetzt kommen wir mal zum Schusstest der Beretta X-Xtrem. Und ich werde stehend, freihändig schießen, beidhändig. Werde ein Magazin verschießen, also 8 Schuss, aus 8 Meter Entfernung. Los geht's. Achso, jeweils in Single Action. So, das waren die 8 Schuss. Jetzt gucken wir uns das Ganze gleich nochmal aus Perspektive des Red Dots an gleich.
So, das war jetzt nochmal ohne Kompensator und da seht ihr, ist der Streukreis ein kleines bisschen größer. Also der Kompensator scheint da tatsächlich zur Präzision tatsächlich beizutragen. Da sind wir schon bei der Zusammenfassung. Was soll ich sagen? Es ist, ich sage es jetzt mal so, wie es ist die geilste CO2-Pistole von Umarex. Es ist einfach so. Mit dem Kompensator, die Präzision, habt ihr gesehen, ich zeige es nochmal schnell, ist deutlich besser als ohne. Hier links mit Kompensator, rechts ohne. Stehen freihändig beides, sprich Bände, denke ich. Mit Kompensator, also absolut zu empfehlen. Die ganze Waffe ist zu empfehlen, sie ist super verarbeitet hier. Die Waffe an sich ist Vollmetall, ist halt die Standard Beretta 92 FS. Mit Montage, Toppoint 1 und Kompensator. Und das passt perfekt alles zusammen hier, wie ich finde. Optisch und auch funktional. Passt das super zusammen. Also wenn es schon immer zusammengehört hätte. Ein tolles Paket, aktueller Preis, glaube ich, um die 254 Euro. Hört sich erstmal viel an. Aber das lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich. Wenn ihr die Kohle habt und überlegt, oh, was kaufe ich mir dafür, nicht überlegen. X-Extrem kaufen. Ich sage euch das, das Teil macht unfassbar Spaß. Hat einen wirklich einen echten Mehrwert und mehr Nutzen gegenüber der normalen Beretta mit dem Red Dot und dem Kompensator. Präzision erhöht sich, die Stärke erhöht sich leicht. Es lässt sich hier super einstellen. Macht einfach Spaß und es sieht Hammer aus. Ja, mehr sage ich jetzt nicht mehr, sonst zieht es sich ewig hin. Ich würde mich jetzt immer wiederholen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, hier oder unterm Video. Schaut doch bei meinem Kumpel Gunrunner rein, den ich auf der Startseite verlinkt habe. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei German Blanken Airgun Reviews. Bis dahin.